Seit dem 20. März 2020 ist unser erstes Jahr auf der Daisy vorüber. Wir haben wunderschöne Momente mitgenommen. Es war eine sehr interessante Fahrt, 4630 Seemeilen lang, halb durch Europa durch. Es war wirklich wunderschön. Begonnen hat es natürlich sehr kalt, was man sich heute, wie wir jetzt aktuell auf La Palma sind, fast nicht mehr vorstellen kann. Nicht wundern wegen des Knarren im Hintergrund. Wir sitzen zurzeit in La Palma vorm Anker und bewegen uns und dementsprechend knarren die gesamte Zeit die Leinen. Den Anfang haben wir kürzer gemacht, also den Start mit Hooksiel, dick eingemummelt, Nord-Ostsee-Kanal, Elbe, später dann Ostsee, Nordsee, also Nordsee, Ostsee. Weil wir das schon in verschiedenen Filmen verarbeitet hatten. Ab Norwegen, da wo der letzte Film war, wird es dann etwas ausführlicher. Und ich werde zwischendurch immer einwerfen, falls irgendwas Interessantes gerade passiert. Ansonsten lasst die Fotos auf euch wirken und viel Spaß damit. Da waren wir auf Rügen angekommen, versuchten immer noch nach Danzig zu kommen, mussten aber später in Kolberg beenden, um dann mit der Bahn bis nach Danzig zu fahren und dann später auch die Route durch Danzig zu machen. Das waren die ersten Aufnahmen von Bornholm, Dänemark. Später ging es dann weiter Richtung Schweden, Öland. Die Gitarrenmusik ist von einem Franzosen, der unsere Gitarre in die Hand genommen hat und sofort mal losgeschmettert hat. Total klasse. Eine Insel Utklippan, kurz vor Schweden, schon zu Schweden gehörend. Navigieren durch die nebligen Schären. Wir hatten schon etwas Sorge. Kurz vor Karlskrona, dann noch dieses schwedische U-Boot. Immer wieder wurde es mal etwas ruckelig, dann fielen uns die Sachen nach unten. Das ist die Øresundbrücke, da fahren wir schon auf die Stadt Kopenhagen zu. Eines unserer schönsten Ankerstellen. Da sind wir schon in Göteborg angekommen und haben dort auch das Midsommernachtfest be besucht. Wunderschön und sehr entspannt. Nach ein paar Tagen Göteborg ging es dann in einer Nachtfahrt rüber nach Norwegen, wobei Nacht nicht hundertprozentig aussagt, was wir dort erlebt haben. Und schon ging es in die Fjordlandschaft von Norwegen. Bisher das schönste Land auf unserer Reise, abgesehen von den klimatischen Bedingungen. Meist schönes Wetter, aber immer etwas kühl. Bohrinseln haben wir auf unserer Strecke reichlich gefunden, genauso wie Picknickplätze. Da waren mal zwei dicke Strahler in der Nacht nach oben gerichtet, das sah schon komisch aus. Der Preikestollen. Eines der aufsehenserregenden Gegenden, die wir besucht haben. Und immer wieder diese Picknickplätze, die von den Norwegern angelegt worden sind, genauso wie die Marina, die allerdings nicht ganz fertig geworden ist und dementsprechend nicht bezahlt werden musste.
Es gab eine Windjammerparade in den Fjorden. Da waren wir mal nicht die einzigsten Segler auf der Fjordlandschaft rund um Bergen. Das eben waren schon unsere Abschiedsfotos von Norwegen und jetzt geht's über die Nordsee rüber nach Schottland. Kurz vor Schottland begrüßen uns dann unsere Kumpels. Nach den ersten Eindrücken in Schottland ging es dann in den Caledonienkanal. Das ist auch schon das Loch Ness, das berühmt-berüchtigte. Später sind wir dann auch noch mit dem Harry Potter Zug gefahren. Wirklich sehr, sehr schön. Weiter ging es danach Richtung Süden. Das ist der Blick oben von Oban aus. Und da sind wir schon an der nordirischen Küste. Und es folgen weitere Eindrücke von Irland, beziehungsweise am Anfang erst Nordirland. Da waren wir schon bei den Scilly Islands, also wieder in England, nachdem wir Irland verlassen hatten. Und dann ging es schon rüber über Brest nach Spanien, Santiago de Compostela. Immer wieder waren Besuche von Freunden oder Bekannten dabei, manche kurz, manche etwas länger. Das sind die Islas Atlanticos, die zu Portugal gehören. Unsere Abschiedsessen mit Freunden, Seglern, Mark C. und die Crew der Kirke. Da sind wir schon auf Porto Santo Madeira. Mit dem Roller haben wir uns dann das Inselchen angeschaut. Eine wunderschöne Insel. Sehr klein. In dem Hafen ist dann auch die Lisa Tipuera mit Rainer, Jörg und Jürgen angekommen. Wir haben uns tierisch gefreut, sie dort wieder zu treffen und haben dann später auch Jürgen mitgenommen rüber nach Madeira und von dort aus auch nach Teneriffa, wo wir uns dann auch wieder mit der Lisa Tipuera getroffen haben. Das ist das Schlittenrutschen in Madeira, Funchal. Auf Teneriffa haben sich Jürgen und Rainer ein Auto gemietet und wir sind dann mit der ganzen Familie sozusagen über die Insel gefahren und eben sind wir dann auch alle zusammen mal schwimmen gegangen. Ja, das war recht spaßig. Meinen besonderen Dank nochmal an Rainer, also dass du wirklich aus Griechenland mit der Lisa Tapuera rübergefahren bist bis zu den Kanaren. Hammer und es hat mich super doll gefreut. An den Nebengeräuschen auf einem Schiff bei den Aufnahmen ist leider nichts dran zu ändern. Das ist unsere Schiffsuhr. Unsere erste Ankerstelle auf Gran Canaria. Da Lisa Tipuera schneller war als wir, ist sie schon da. Ja, mein 50. Geburtstagskuchen. Total klasse, ich habe mich fürchterlich gefreut. Und das war unser Familien-Freunde-Ausflug raus auf den Atlantik. Hat riesig viel Spaß gemacht. Winke, winke, hinten! Zurück von See, Weltumsegelung. Wir waren zwischendurch in Afrika allein und da vorne kommt der nächste. Und noch kurz eine Aufnahme des wunderschönen Aquariums von Las Palmas de Gran Canaria. Nachdem wir lange Zeit in Gran Canaria verbracht haben, ging es dann weiter über die Inseln, beziehungsweise anfänglich erst einmal einen Wagen auf Gran Canaria gemietet, um uns die Gegend anzuschauen.
Weihnachten ging es dann nach Hause zur Familie auf Überraschungsbesuch. Ich hoffe, das hat euch allen gefallen. Weiter ging es in den Süden von Gran Canaria, also Maspalomas und Abenegin. Nicht jeder hat eine unbelastete Meinung zu einer Drohne, obwohl die Videos, finde ich, schön sind. Ich mag sie. Zeit auf dem Gran Canaria ging dem Ende zu, genauso wie Teneriffa, und jetzt befinden wir uns schon auf La Gomera. Ebenfalls eine wunderschöne Insel, auch wenn man sich immer wieder wiederholt. Wir grillten dann mit Eva und Zwartek oben in den Bergen in einem Naturschutzgebiet an einem offiziellen Grillplatz. Los Organos, eines der wenigen Sehenswürdigkeiten, die man wirklich nur vom Wasser aus sehen kann. Dort sind wir extra mit der Daisy ein Stückchen Gomera hochgefahren, damit wir bis dorthin kommen. Und dann flott wieder zurück Richtung Valle Gran Rey. Das war der Karneval in San Sebastián de la Gomera. Kurz danach kam dann auch der Kalima, der uns wirklich auch Atemprobleme gebracht hat. Das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, muss nicht wieder sein. Nach Ende des Kalimas haben wir unser Boot abgespritzt und sind nach Valle Gran Rey gefahren. Das ist eine portugiesische Galeere, eine sehr giftige Quallenart. Dort haben wir unseren Wassermacher montiert und seitdem haben wir frisches Wasser auch draußen mitten auf dem Meer durch die Meerwassereinsatzung. Nach drei wunderschönen Wochen in dem Valle Gran Rey Ankergebiet sind wir weitergefahren nach La Palma. Stehen jetzt in der Marina von Santa Cruz. Das sind jetzt die ersten Aufnahmen von der Stadt Santa Cruz. Sehr schöne alte Gebäude, wunderschön anzusehen. Ja, für die Rundfahrt von La Palma haben wir uns einen kleinen Mietwagen genommen und nun folgen einige Landschaftsaufnahmen von der Insel. Sie hat uns sehr gut gefallen, ist bis jetzt die schönste besuchte Insel. So, aktuell laufen die Fotos durch von der höchsten Erhebung auf La Palma, der Roque de los Muchachos, 2426 Meter hoch, für so ein kleines Inselchen schon recht ordentlich. Ja, noch eine kurze Zusammenfassung. Wir sind seit einem Jahr unterwegs, haben wahnsinnig viel gelernt, haben sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt. Es hat im Großen und Ganzen alles hervorragend geklappt. Natürlich nicht immer alles, aber im Endeffekt an sich alles. Und wir sind sehr glücklich. Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
speziell mit dem Hintergrund, wird man sich ein Jahr später getroffen, wäre man gar nicht erst losgefahren, also alles gut. Ja, wir fühlen uns hier wohl. La Palma ist eine wunderschöne Insel und wir fühlen uns auf der Daisy richtig zu Hause, haben uns nett eingerichtet, Wassermacher und alles läuft. Wir sind sehr lange autark und wir fühlen uns, wie gesagt, richtig zu Hause. Ich hoffe, das kommt bei den Fotos auch rüber und jetzt genießt weiter. Die Straßen hier sind schon der Hammer. Sowas habe ich also noch nie erlebt, als ich überlegt habe, ob ich mit dem Toyota Yaris mit genug Bodenfreiheit die Sachen schaffe. Mit allem, was ich ansonsten an Fahrzeugen kenne, wäre man da heillos überfordert. Und selbst der Yaris ist zum Teil an seine Grenzen gekommen. Vom letzten Vulkanausbruch 1949 ging diese Lavastraße nach unten, auch quer über die Straße drüber, haben sie es ja wahrscheinlich wieder freigefräst und die Straße gab es damals noch nicht. Habe sowas noch nie gesehen und man konnte wunderbar drüber laufen und auch wirklich sehen, wie das früher geflossen ist. So, mit dem kleinen Piepmaps und den Möglichkeiten noch nach Hause zu fliegen, verabschiede ich mich und hoffe, dass euch der Film gefallen hat.